to Duckburg. I'm here in Donald Duck's room, sitting in Donald Duck's chair, and the room looks very much like the room I always drew in the comic books. Back of me is Daisy's picture. Daisy is my girlfriend, and I have to have that picture on the wall. And over here, through the window, you can see Uncle Scrooge's money bin, a familiar sight in Duckburg, as you all know if you read Donald Duck comic books. Entenhausen, ein schwarzer Tag für Dagobert Duck. Reichster Bürger erneut Opfer gerichtsbekannter Schurken. Unerkannt landeten sie auf dem Wahrzeichen unserer Stadt, die Panzerknacker im Geldspeicher. Dagobert Duck, hier ein Archivbild, erholte sich zu dieser Zeit im Urlaub. Neffe Donald? Ratlos. Die Welt fragt sich, muss Dagobert von vorne anfangen? Preisverleihung in Entenhausen, die Mäuse entscheiden. Gustav Ganz wird zum 327. Mal Glückspilz der Woche. Aus dem Exil meldet sich Grobian Ganz. Gustav Ganz ist in diesem Buch 1970 eindeutig geoutet worden als CIA-Agent. Inge Mann ist erpresst worden aufgrund seiner Homosexualität. Die ist ja damals, war ja sehr geächtet. Heutzutage ist es was anderes. Wir haben Rosalisten und so und die Schwulenbewegung. Aber damals war das einfach unmöglich. Also ist er erpresst worden. Vielleicht hat man verfängliche Fotos von ihm gemacht. Ich weiß es nicht. Und wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen nicht sagen. Die berühmte Übersetzerin Erika Fuchs bekennt, ich kann und will keine Ente sein. Nein, also das kann ich nun wirklich nicht. Also weder könnte ich so viel, hätte ich Freude daran, einen Geldspeicher zu benutzen. Und auch wie Dagobert möchte ich auch nicht leben. Wie Donald möchte ich auch nicht leben, obgleich er ein sehr amüsanter Typ ist. Daniel Düsentrieb hebt ab. Mit seinem neuesten Flugapparat revolutioniert der geniale Erfinder die Luftfahrt. Sensation in Entenhausen. Der Gründer unserer mächtigen Metropole gab sich die Ehre. Karl Barth, 1901 in Oregon geboren, fand endlich Zeit, seine Stadt zu besuchen. Barth hat nicht nur Entenhausen entworfen, nein, er ist auch ihr begnadetster Chronist. Intensiver Meinungsaustausch mit dem Oberbürgermeister. Sie fragten, who is this gentleman over there? And he said, Mother, I'm your son. Absoluter Höhepunkt, der Eintrag ins Goldene Buch. Thank you. Thank you. Dieser Vorsicht ist nur feucht. Entenhausen geografisch festzumachen ist sehr schwierig. Auf unserem Planeten scheint das nicht der Fall zu sein. Es gibt da verschiedene Theorien, sag ich mal. Das eine prominente ist momentan die sogenannte Stella-Anatium-Theorie. Diese Theorie geht davon aus, dass Entenhausen auf einem Paralleluniversum, Parallelplaneten liegt, der, ich würde jetzt einfach mal, weil die Forschungen in der Hinsicht noch nicht abgeschlossen sind, behaupten, es liegt an der Westküste desjenigen Kontinents, den wir bei uns als Nordamerika bezeichnen. Entenhausen ist ursprünglich Burbank gewesen, ein Stadtteil von Hollywood, wie man auch ganz eindeutig an den frühen Donald Duck-Geschichten sehen kann. Also offenbar ist überall ein Stück Entenhausen vorhanden und das ist doch eigentlich tröstlich, wenn man so viel Gemeinsames in der Menschheit entdecken kann. Die Stadt ist überall und nirgends. Man sollte diesem Entenhausen auch seine Geheimnisse und Ungenauigkeiten lassen. Man sollte gar nicht versuchen, das zu entschlüsseln, weil genau das ist reizvoll ist. Und das ist für mich bei jeder großen Kunst. Solange sie ein Geheimnis hat, das man rational nicht entschlüsseln kann, wird diese Kunst fortleben und wird nicht beendet sein. Und das trifft auch für Entenhausen zu. It is in a fantasy land. It has a big city that is on the ocean. It's a small town that is in the desert. It is in the farming country. It is high in the mountains. It is a very strange place. It is a land of fantasy.
Karl Barks selber hat angefangen, da gab es eben nur Donald Duck und die Neffen. Und auf der anderen Seite hat er die Figuren, die wir heutzutage mit Entenhausen verbinden, hat er alle hinzugefügt. Also da sind natürlich als prominentester Vertreter Onkel Dagobert und Daniel Düsentrieb mit seinem Helferlein, natürlich auch die Panzerknacker Gundel Gauklein und verschiedene Personen. Das heißt also, das Entenhausen, was man heute kennt, ist das Entenhausen, was Karl Barks geschaffen hat. Natürlich badet Dagobert in dem Geld. Und das ist eine relativ perverse Form des sexuellen Ausgleichs. Ich kann es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht, wie das ist. Dieser Geldspeicher ist ja immens groß. Es muss für ihn eine tolle Ersatzbefriedigung sein, wenn er sich da in diesen Talerschein, in den Münzen reibt. Der ist ja nicht einfach ein Kapitalist, denn sonst würde er ja sein Geld ausgeben. Was die Vermögensverhältnisse anlangt, ist mir der Dagobert Duck lieber. Was die Einstellung zum Leben anlangt, ist mir der Donald Duck lieber. Uncle Scrooge started out as a stingy old millionaire. A guy who was the honoriest old miser you could ever imagine. He would never spend any money, and he would never let anybody off the hook if they owed him any money. And gradually, as I used him more and more, I had to put him in situations where he was endangered and began to show other forms of thought besides just thinking of money. He found mines in the West, and he raised cattle, and I guess he hunted buffaloes, and he did everything that the pioneers did that helped to make his fortune. It's too bad that we ran out of countries in the world, because I know there are a lot of people that would like to get into that pioneer spirit business themselves. Terminkalender für den Stadtgründer, Zeichner, Maler und Autor Karl Barks. Pressevertreter aus aller Welt wollen wissen, wie aus dem Pharma-, Cowboy- und Druckereigehilfen ein Star wurde und was der Unterschied ist zwischen seinen Comics und seinen Ölgemälden. Difference between my work on the comic books and the paintings? Evidently there was, because look at the prices people pay for a comic book. Sammler zahlen Hunderttausende für ein solches Kunstwerk, wenn sie eines finden. Denn wer trennt sich schon freiwillig von einem echten Barks? Porträt der Woche, Daniel Düsentrieb. Er stellt seine neueste Erfindung vor, der nicht klebende Leim. It was hard work and tedious work, and I quickly saw that I would not ever become a good animator. My ideas come in large bundles.
With an animator, he had to start with a single action, like making a duck walk across a room. And he'd work for 3 or 4 days just drawing the minis, drawings it took to walk that duck across the room. By that time, I'd be completely tired of that duck and want to get on to something else. The animators got pretty darn good money, but the story men got better money. Yeah. I moved from a $20 a week job as an in-betweener to $65 a week. And all those buddies of mine in the in-between section were so green with envy they just hurt. He was always thinking, trying to improve on something. He was such a workaholic that I understand he would even stay around the studio practically half the night, just walking around looking at what was on the storyboards and trying to figure out some way of improving whatever was there. When we had story conferences and he would come in to look at our storyboards, he had already seen those things. He knew what we had up there on the board. We would go through the ritual of telling him what the story was all about, and right away he would come up with some improvements if he wanted to put them in. Now, we always appreciated his help and respected his opinions. He was not an artist that I ever saw. I understand that he did very little of his own original art in the invention of Mickey or any of those other characters. Man muss einfach objektiv sagen, und ich glaube, dass man im nächsten Jahrhundert es auch so bewerten wird, wie immer mit Verspätung, dass auch der Walt Disney einfach eines der größten Gesamtkunstwerke aller Zeiten geschaffen hat. Das mag einer jetzt verstehen oder nicht, aber es ist beweisbar. Der Disney hat, so wie in der Renaissance Kunstwerkstatt eines Leonardo da Vinci oder Rubens, hat er eine große Künstlerwerkstatt gemacht, und zwar die größte, die es jemals gab, mit Tausenden von Zeichnern, und hat wirklich ein vollkommen neues Universum erschaffen. Und aus dieser Reihe dieser oft auch namenlosen Künstler sind also ganz große Genies hervorgegangen, wie zum Beispiel Karl Barks. Ne? Donald is a guy with what they call a short fuse. He gets irritated very quickly. And if he doesn't get irritated, he finds a reason to get irritated. He enjoys being a pestiferous, noisy nuisance. Das Seltsame ist, obwohl dieser Donald gar nicht wie ein Mensch ausschaut, sondern eher an einen Erpel erinnert, ist er ein sehr guter Spiegel der menschlichen Seele. Cholerisch, eher aufbrausend, nicht in der Lage zuzuhören und einzugehen auf Bedürfnisse anderer. Besonders wenn er von Onkel Dagobert aufgefordert wird, irgendwelche Arbeiten zu verrichten, da spielt er dann den Gammler, dann will er nicht. Dass wir ihn aber zu Recht in den 70er Jahren als faschistoiden Kleinbürger bezeichnet haben, das ist damals gerechtfertigt gewesen.